Innenminister Herbert Kickl sei eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Wegen dieser und anderer Aussagen des Abgeordneten Peter Pilz von der Liste Jetzt hat Kickl geklagt. Zur Stunde findet die zweite Verhandlungsrunde in dem Prozess statt. Allerdings in Abwesenheit des Klägers, dafür aber mit brisanten Zeugenaussagen des BVT-Chefs Peter Gridling. Für einen Angeklagten zeigt sich Peter Pilz heute recht gut gelaunt und siegessicher. Seine Aussage, die ihn überhaupt erst hierher gebracht hat, spitzt er noch weiter zu. Herbert Kickl ist nicht nur eine der größten Gefahren für die öffentliche Sicherheit in Österreich, sondern er ist der Innenminister der Identitären, der Rechtsextremen und der Neonazis. Gestärkt zieht sich Pilz von internationalen Politikern, die Kickl Verbindungen zu rechtsextremen Gruppen vorwerfen und seine Eignung als österreichischer Innenminister in Frage stellen. Der Verhandlung ist Kickl heute ferngeblieben. Als Zeuge gekommen ist BVT-Chef Peter Gridling und der lässt mit seinen Aussagen aufhorchen. Denn das BVT sei seit Monaten in keiner Arbeitsgruppe des Berner Clubs vertreten. Das ist die Runde sämtlicher Geheimdienstchefs der EU. Man habe sich freiwillig zurückgezogen und sei so einer angedrohten Suspendierung zuvorgekommen, erklärt Gridling dem Richter.